Mit Star Wars: Das Erwachen der Macht startete am 17. Dezember die 7. Episode der Star Wars Saga in den deutschen Kinos. Pünktlich um 0.01 Uhr durften rund 1300 Star Wars Fans im Cineworld in Dettelbach den ersten Teil der neuen Trilogie von Regisseur J.J. Abrams anschauen. Auf die Mitternachtspremiere haben die Würzburger Fans mit großer Vorfreude gewartet. Ich gebe zu, ich habe vor 571 Tagen meinen Handy-Countdown draufgestellt. Wir haben immer wieder auf der Webseite geguckt, wann die Reservierung losging und den ersten Moment, wo wir es mitbekommen haben, halt direkt reserviert. Und das Warten scheint sich gelohnt zu haben. Im Foyer trafen die Premierengäste sogar auf echte Star Wars Figuren. 7 Säle sind voll. Seit Monaten haben wir den Vorverkauf am Laufen gehabt hier im Cineworld. Und wir bieten natürlich auch einiges. Wir haben hier original Sturmtruppen, wir haben hier R2-D2 durch die Gegend sausen und haben eine super Stimmung. Es sind etliche Leute da in Kostüm, da merkt man, diese Legende lebt einfach. In Star Wars: Das Erwachen der Macht wird die fantastische Trilogie aus den 70er und 80er Jahren mit jungen Stars und bekannten Gesichtern fortgesetzt. Die Macht, sie ruft nach dir. Die Erwartungen der eingefleischten Star Wars Fans waren dementsprechend hoch. Also aufgeregt bin ich schon, weil ich mir nicht sicher bin, ob der Film gut wird oder nicht. Ich habe auch schon so echte Angst davor, dass es vielleicht in die Hose gehen könnte. Und das wäre echt richtig traurig eigentlich. Weil jetzt der letzte Bond zum Beispiel war ja auch eigentlich ein. Ja, war nicht so gut. Also bei Star Wars, das wäre jetzt auch traurig, wenn es schlecht werden würde, weil die letzten Teile ja so genial waren eigentlich. Nach 169 Minuten konnten die Premierengäste ihr erstes Urteil abgeben. Und das war so gut wie einstimmig. Total geil gewesen, kann man nichts dazu sagen, ich war überhaupt nicht enttäuscht. Super Star Wars Film, also mich hat er durchweg gut unterhalten, ziemlich schnell, ziemlich actionmäßig. Extremst gute Arbeit geleistet. Und das sage ich als Fan vom alten erweiterten Universum, was ja nicht mehr Kanon ist, aber sie haben es hingekriegt. Bester Film der letzten 30 Jahre. Punkt.